Nathalie. Ich bin 26 Jahre alt und studiere Urbanistik in der Bauhaus-Uni Weimar. Ich bin Marco, ich studiere auch an der Bauhaus-Universität. Ja, warum haben wir uns beworben? Mehrere Gründe. Also im Studium, bei mir ist es so, dass wir uns natürlich auch ständig mit Wohnungsbau auseinandersetzen, Wohnungsnot und wie man heutzutage wohnen kann und was man da wie vielleicht ändern müsste. Und auf dem Papier ist sowas immer schnell gezeichnet und es sind irgendwelche Konzepte schnell erstellt, wie man sich das vorstellt, aber das in die Praxis zu bringen, ist nochmal was ganz anderes. Wir mussten ein Konzept anreichen und wir haben insgesamt 4 Kernpunkte uns ausgedacht. Das erste Punkt ist einfach nur zusammenkommen, weil wir möchten die Leute kennenlernen, wir möchten, dass sie uns kennenlernen und wir möchten auch, dass sie sich gegenseitig kennenlernen. Den zweiten Punkt sind Workshops. Also wir haben uns überlegt, dass es richtig gut wäre, wenn man Institutionen in Weimar zu uns einlädt, die uns bei was beibringen könnten. Oder könnten auch sogar Leute von der Nachbarschaft sein, die irgendetwas gut können. Der dritte Punkt sind kulturelle Veranstaltungen, dass man Leute einlädt mit verschiedenen Nationalitäten, dass man über andere Kulturen lernt, anderes Essen isst, andere Tänze tanzt. Der vierte Punkt ist, eine Austauschkultur zu etablieren. Wir sind auf die Ausschreibung eigentlich gestoßen, dadurch, dass wir das auch schon länger mitverfolgt hatten, weil es ganz spannend war, das mitzubekommen, was da so passiert und wie sich aus diesem alten Zustand praktisch langsam ausgepellt hat, und bin jetzt auch gespannt, wie sich wieder dann in neuem Glanz zeigen wird.